Hey, hallo Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play Resident Evil mit Chris Redfield. Ja, wir sind ja im letzten Part im Labor gelandet und werden jetzt hier mal weiter wuseln und mal schauen, was wir hier so machen können und müssen. Ich glaube, ich habe im letzten Part den Strom eingeschaltet, bin mir bloß nicht ganz sicher. Ah, ich habe auf jeden Fall den PC gehackt, das weiß ich noch. Ich habe was gehört. Aber ich sehe es nicht. Wo ist das? Dann habe ich mir das Atmen wo eingebildet. Ich bin so ein Angsthase. Die Tür war auf jeden Fall verschlossen. Irgendwas wollte ich erzählen. Hier ist es still bis zum Tod. Und das müsste jetzt die letzte Moodisk sein. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe die Einstellungen ein bisschen geändert. Von meinem Bandicam. Und ach ja, dickes, fettes Sorry, dass die Aufnahme, der Film ist eingelegt. Ansehen, ja, gleich. Dass im letzten Part die Aufnahme hat ein bisschen am Anfang abgekackt. Und zwar hört man noch, wie ich sage, ja, na dann hoffe ich ja, dass es funktioniert. Und halt, dass keine Begrüßung dabei war, wie sonst. Das tut mir wirklich leid. Aber jetzt habe ich mich entschuldigt, jetzt geht's mir gut. Umbrella Bio Organic Weapon Officer Report. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. MA39 Severus. Aha. Neptun. F03 Neptun. MA121 Hunter. T002 Tyrant. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam. Oh Gott! Er auf der rechten Seite sieht aus. Sieht aus wie Wesker. Oh Gott, muss ich mir den merken? 03417062 3. Was? Bitte? Ich merke mir den jetzt nicht. Ich werde jetzt erstmal hier gucken. Das merke ich mir nicht. Aus Prinzip nicht. Scheiße, mein Inventar ist voll. Ah, oh nein! Sicherheitsprotokolle. Ebene 1. Heliport. Nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung geht nicht im Notfall. Keller Ebene 1. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden beim Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Keller Ebene 2. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung. Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Irving. Oder Keith? Keller Ebene 3. Gefängnis. Ach du Scheiße. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chef-Officer, zum Beispiel E. Smith, S. Rose, A. Wesker. Ah, da steht die Sau. Muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabenterminals in den einzelnen Abteilungen des Chefforschers wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern von Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode Ausgabeterminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforscher mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Keller Ebene 4. Oh. Entwicklung des Tyrannen nach Verabreichung des T-Virus. Nicht weiter lesbar. Ah, warum? Die audiovisuellen Materialien sind alle ordentlich aufgereiht. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Ach, verdammt. Auf den Regalen stehen Videos. Die sind Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Aha. Hier muss doch sonst noch irgendwas sein. Oder halt doch nicht. Mysteriös. Nee. Hab ich irgendwas, was mir was bringt? Nö. Na gut, dann werde ich diesen Raum nachher nochmal untersuchen. Vielleicht machen wir das ja wieder in diesem Part. Ihr wisst ja, die Parts werden ja immer so lange gemacht, bis ich speichere. So, dann gehe ich nochmal zurück. Und macht mir Platz im Inni. Im Inni-Venitari. Ich nehme mal ein MO-Disk, behalte ich mal im Inventar. Was war das? Oh Gott, was war das? Ich brauche unbedingt noch einen zweiten Speicherraum, weil das ist echt irgendwie, das haben sie irgendwie doof gemacht. Ich habe auch noch keine Karte oder so gefunden.
Das finde ich ja noch viel schlimmer, viel schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ups, falsche Richtung. So, wieder zurück. Und eine behalte ich im Inventar. Ich habe nur zwei Plätze. Also ich bin echt aufgeschmissen, falls jetzt irgendwas passieren sollte. Und ich hatte in Erinnerung, ich konnte das mal überspringen, diese Türfrequenz. Aber wahrscheinlich war das auch nur ein Bug. Who knows? Immerhin ist das Spiel nicht so schlimm wie Pineview Drive. Pineview Drive treibt mich echt an die Grenzen der Möglichkeiten. So. Es ist natürlich auch heute wieder todeswarm draußen. Da waren wir schon. Hier ist noch eine Tür, wo ich noch nicht drin war. Hier sind 20 Zombies. Bitte töte sie mit deiner Pistole. Deine Pistole ist verschwunden. Du hast jetzt nur noch ein Messer. Nein! Na, ich traue dem Spiel mittlerweile alles zu. Eigentlich. Speicherzeugs. Okay. Nee, das ist die. Was ist denn das? Ich will erstmal das hier. Diafilter, das ist praktisch. Ein Röntgenbild. Das abgebildete Skelett ist nicht ganz menschlich. Schalumba, Schalumba, Schalumba. Komm mit. Stirb, Zombie. Oh ja. Ah, das tönt mich so an. Geh auf die Knie. So tot wie du bist. Ja, Entschuldigung. Hier steht noch irgendwas. Fax an Säuberungsabteilung. Zu Händen Manager Säuberung. Von Raccoon-Katastrophenbekämpfungsschutz. Ausschuss, Entschuldigung. Sinn dieses Fax ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurde vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome des T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie jedoch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Als erstes werden wahrscheinlich Polizei und Stars intervenieren. Wir raten daher dringend zu Maßnahmen gegen sie. Oh, ein Haufen dreieckiger Gefäße. Hier ist ein MU-Dings. Ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer MU, das könnten sie das Zeug auf die Scheiße machen. Insert Disk. Das sieht aus wie eine GameCube. Es ist eine GameCube. Wie lustig. Verdammt, ich hab, was nicht ganz gelesen. Ich glaube, jetzt kann ich das Ding aber nicht mehr benutzen. Oh, was ist das denn? Hinter dieser robusten Tür scheint es etwas zu geben. Öffnen? Ja. Achtung! Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Nee, will ich nicht. Will ich nicht, mag ich nicht. Magnum-Munition. Mensch, wenn es so weitergeht, können wir fast mit der Magnum rumrennen. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Jetzt muss ich schon wieder zurück. Ah. Obwohl ich kann noch mal ganz gut gucken. Ich kann mich erinnern, soweit ich mich erinnere, ist definitiv hier eigentlich noch ein Speicherpunkt. Das Problem ist. Nee, ich gehe jetzt erstmal nach oben nochmal. In den Raum, wo wir gerade eben schon mal mit den Dias. Denn ich glaube, dass ich die Rolle da reinmachen muss und dann kriege ich irgendeinen Code. Ich weiß aber nicht, wo genau ich den benutzen muss. Das ist alles anstrengend. Zu viel hin und her gerannt.
Ich komme. Verzeihung. Dim, dim, dim. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo noch was übersehen habe, außer in dem Raum. Aber eigentlich habe ich sonst auch alles aufgemacht. Also das ist jetzt nicht das Problem. So. Verwenden. Werbematerial, bla bla bla. Cerberus, Neptun, Hunter, Talon, Wesker. 8462. 8462. Und wo soll ich das benutzen? Ist das hier ein sicher? Ist das hier ein Code-Dings? Ah. 8642. Ups. Achtung, Nervengas wird freigesetzt. Jetzt werden alle sterben. Ich kann mir das so schlecht Sachen merken. Ah. Nein, 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 nein. 8462, okay. Mann, nur. Ah. So. Na los. Ist ja nicht gerade so der sicherste Code, sieht auf jeden Fall schon mal passend aus. Und was haben wir hier? Ein Laborschlüssel. Yo. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit keine Filme ansehen. Jo. Wow, das hat's gebracht. Toll. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Ach so, hatten wir ja schon. Nein. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Dann gehe ich wieder raus. Ah, ich gehe noch mal zur Kiste und werde ein bisschen Platz im Inventar machen. Ich meine, das mit dem Hin- und Hergerenne kennen wir ja mittlerweile schon von mir. Patsch, patsch. Ich mag diesen Wassereffekt. Irgendwie läuft das Spiel heute so flüssig im Vergleich zu sonst. Irgendetwas ist hier komisch. Na, na, na. Mach es auf. Gott, ist irgendwas in der Wohnung hier explodiert. Wenn alle sterben. We not open unless Unterklass. Keine Ahnung, da stand irgendwas. Los, mach die Tür auf. Da, 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 da. Ich suche mir für Jills Part Tittenwitze raus. Nein, das ist doof. Das war ja nur ein Witz. Mir wird gar nicht angezeigt, welche Tür offen ist. Das finde ich ja auch ziemlich blöd. Dann gucke ich noch mal. Hier. Ein Hochspannungssymbol. Ah, okay, dann weiß ich, wo wir hin müssen. Müsste mir jetzt auch hier unten eigentlich angezeigt werden oder halt auch nicht. Toll, dann zeigt es mir halt nicht. Dann mache ich halt alles im Alleingang. Mäh. Mäh, mäh, 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 mäh. Entschuldigung. Ich komme. Uah. Naja, du dummes Ding. Ja, das war mir nämlich bewusst. Das ran da, da. Ich glaube, das hatten wir auch im letzten Part irgendwie uns mal angeguckt. Aber auch im Originalspiel musste man durch die Doppeltür, soweit ich weiß. Hä? Hallo? Ah. Ich höre gruselige Geräusche und ich habe keine starke Waffe. Ih, hört ihr das auch? Das ist voll eklig. Also sowas mag ich ja auch gar nicht, so eine Geräusche. Ich bin zu fett, ich passe ja nicht. Oh no! Ach komm. Oh, ich hasse diese Viecher. Aua, nein. Na los, jetzt stirb, du mutierte Kackfliege. Okay. Mein Gott.
Hier ist ein anderer Raum. Kriege ich den jetzt auf? Fest gerostet und bewegt sich nicht. Okay. Die sind ja eklig, die lösen sich ja komplett auf. Der OP-Tisch ist voller Blut. Das Blut sieht nicht aus, als käme es von einer Operation. Du bist ja so schlau, Chris. Eieiei, Badacho, Badabidibidibidib. Ich bräuchte eine Ausweichfunktion. Mein Gott, halten die viel aus. Ich bin nur auf Vorsicht, das geht noch. Das Komische ist, ich habe den Schlüssel immer noch. Ach ja, ich wollte. Ja, gut. Dann gehen wir mal jetzt erstmal hier raus. Rein. Hoch. Durch. Was auch immer. Hallo. Ich bin Ihr neuer Nachbar. Achso, ich muss ja hier runter. Manu, dann mach es doch. Und wir finden schon wieder Gewehrmunition. Immer nur Gewehrmunition. Aber hier muss noch was anderes sein. Ich weiß aber nicht. Hä? Ich kann das wegschieben und dann... Aber von der anderen Seite. Was soll mir das bringen? Ich guck mal. Das interessiert mich jetzt. Das lässt mir jetzt gerade keine Ruhe. Von hätte man mir das nicht früher sagen können, dass ich den Scheiß schieben kann? Dann hätte ich mir doch voll den Weg sparen können, oder? Ich hätte gleich da durchgekonnt. Tja, Aber was bringt, tut's mir trotzdem nicht. Und hier soll aber noch was sein, aber wo? Und vor allem was? Klicken, 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 klicken. Hier passiert gar nichts. Ja, dann gehe ich jetzt einfach. Ich gehe einfach. Das ist mir zu doof. Hallo. Du Tür ins Ungewisse. Also du Durchgang ins Ungewisse. So. Ach, das zählt auch noch dazu. Das ist gar nicht richtig. Okay. Hier haben wir nochmal eine Blendgranate. Ist das hier so ein MO-Ding? Ja. Und ich habe natürlich keine Scheiße. Ich habe eine Scheiße hier. Das Regal ist voller Gegengifte. Toll. Hallo? Schieben! Obwohl es gar nicht mal so cool ist, da komplett ranzuschieben, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe auch gar keine andere Wahl. Was ist denn das jetzt für ein... Bin ich nicht von hier aus gekommen? Moment. Das interessiert mich jetzt gerade. Jetzt bin ich gerade irgendwie total verwirrt. Aber... Bin ich nicht woanders reingekommen? Ich bin verwirrt. Nicht gerade. Ach, ich war dahinter, glaube ich. Oh, verdammt. Dann hole ich mir schnell mal die MO-Disk. Jetzt habe ich es auch verstanden. Okay. So ein Scheiß. Gut. Und ich brauche ich noch? Ich weiß aber nicht. Ach so. Ja, sag mir das doch einfach. Dass ich beide Schlüsse brauche. Sowas ist immer sowas von bescheuert. So, wenn ich mir jetzt nicht ganz blöde anstelle, müsste hier ein Speicherraum sein. Und zusätzlich, dann kann ich nämlich unten bleiben und muss nicht ständig die Treppe hochrennen. Oh ja. Und so viel Zeug. Was? Schon wieder Gewehrmunition. Also nicht, dass ich mich beschwere, aber... Ist doch schon ein bisschen sehr viel Zeug hier. Farbbänders. Na, ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn ich so viel Zeug finde. Das ist so geil. Oh Gott, 36 Schuss.
Nein. Ach, Chris, was tust du? Ich werde mich auch dann mal voll heilen. Und das kann ich auch gleich mitnehmen, da wir ja sowieso gleich speichern werden. Also ich. Ihr kriegt das ja wieder nicht mit. Weil ich immer so gemein bin und das mache, wenn ihr nicht gucken könnt. Ja. Okay, Leute, ich werde dann den Part jetzt mal beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.